Mann, er brüllt um Schwester Krahet, aber als einzige dankte Stimme, wo sie gehört hat, eine geistige und mystische Welt betreten. Doch die von Glauben und Liebe erfüllte Jungfrau hat drin auf deine Stimme gegeben. Nein, sie ist zu meiner Bestimmung. Ich habe angefangen, über diesen ganzen Stoff nachzudenken, nachdem ich einen Roman gelesen habe. Der heißt Johanna von der Felicitas Hoppe. Und darin beschreibt sie eigentlich eine Situation von einer Studentin, die sich dermaßen in den Johanna-Kosmos reinliest, reindenkt, dass irgendwann inzwischen Real und Johanna komplett überblenden. Frisst sich so in dieses Thema rein, dass es eben zu so einem etwas surrealen Trip wird. 1000 Jahre Schizophrenie, das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man die Stimmen verstehen will, die niemals jemand verstehen will. Hatte der König auch Stimmen? Das mag allein Gottes Wille sein. Ohne seine Gnaden bin ich machtlos. Hier steht, König von England. Ich bin Kriegsherr und werde ihre Männer aus Frankreich vertreiben. Die Jungfrau kommt, um König des Himmels euch Frieden zu bieten oder blutigen Krieg. Welt, denn das sage ich euch, euch ist das schöne Frankreich nicht beschieden. Wir haben ihren Roman als Folie genommen für die Ausgangssituation für den ganzen Abend. Und deswegen würde ich sagen, ist der Raum eigentlich eine Setzung, wie wir uns aus der Gegenwart diesem Stoff annähern können. Was ist das überhaupt, Kirche? Nein. Ich unterwerfe mich ihr nicht. Alles, was ihr mir nehmen könnt, ist meine sogenannte Freiheit. Doch meine innere Freiheit kann mir niemand nehmen. Sie wird weiterleben. Mit allen, die nicht gleichgültig und offen sind. Und für alle, mit allen, die in diesem Prozess Bruchstücke von sich selbst entdeckt haben. Ich glaube, dass ich aufrichtig und offen bin. Ich dürste nach der Wahrheit. Ich finde ihre Aufrechtheit extrem inspirierend und ihre Unbedingtheit, dass sie sozusagen eine Mission gehabt hat, von der sie sich um nichts in der Welt hat abbringen lassen. Andererseits hat sie natürlich auch einige Seiten an sich gehabt, was ich eher als abschreckend und erschreckend auch bewerten würde. Es ist wichtig, dass militante Nationalisten und Nationalhelden als solche gefeiert werden und den Respekt erhalten, den sie verdienen. Diese heroischen jungen Menschen haben ihr Leben geopfert, um zu verhindern, dass alles, was wir lieben, dekonstruiert wird. Sie alle sind perfekte Ritter. Das heißt, perfekte Fußsoldaten der konservativen Revolution.